Eckes Fashion Show. Nach 10 Jahren mal wieder was geleistet. Das stach mir so ins Auge. Ist das nicht ein feines Ding? 34 Euro. Ich muss jetzt auch gleich mein Gewinn hier investieren. Aber wie gesagt, das erste Mal nach 10 Jahren wieder was gekauft. Habe ich eigentlich gar nicht mehr vorgehabt. Jetzt im letzten Drittel. Also sagen wir mal im dritten Drittel. War gerade angekommen. Und war eigentlich meiner Frau im Schaufenster. Zumindest hatte ich den Eindruck. Jetzt sehe ich aber hier, dass die Knöpfe eigentlich doch für Herren sind. Und wäre mir sowieso scheißegal. Das wäre mir Schnurzpiepe. Hauptsache, gefällt mir. Und das ist wirklich ein so feines Ding, so, für so wenig Geld, gibt es gar nicht. So. Jetzt ist mein Fashion Walk bald vorbei. Ist das nicht ein feines Teil? Wie gesagt, das schoss mir so ein Fimmel im Kopf, als ich das da hier bei New Yorker auch noch. Normalerweise gehe ich nach Aldi oder in den Discounter. Und da ist wahrscheinlich schon so ein gewesen Ding. Aber so was Feines. Dann werde ich jetzt wieder die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre in Ehren halten. Hier ist der feine Laden mit den tollen Dingen dafür, 34 Euro. Gucken, ob ich mich da noch reinkriege. Und hier sowieso, dieses ganze Stadtzentrum hier ist ganz positiv gegenüber früher. Ich war vor etlichen Jahren mal hier in Schönefeld und Stadi heißt das, Stadtzentrum. Und da ist alles Mögliche hier und auch gute Preise. Ist wirklich ein Besuch wert. Ganz feines Teil hier. Groß, riesengroßes Ding. Und ich, wie gesagt, gestern hier dieses Teil. Und ich meine, das hängt da an der Dame dran. Aber auf jeden Fall ist es ganz toll. Wollen wir uns mal diesen kleinen See hier anschauen.
den meine Wirtin wohl beschrieben hat. Ein kleines verstecktes Teil hier in der herrlichen Herbstsonne heute Morgen. Einen kleinen Spaziergang machen zum Stadtzentrum. Mal gucken, wie der, ob der überhaupt einen Namen hat, werde ich sie mal heute fragen. Da ist dieses Stadtzentrum. Schönefeld. Das ist ein richtig, richtig schönes, feines Einkaufszentrum quasi. Und sehr positiv alles. Habe ich gar nicht, wie ich schon gestern sagte, gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Aber das ist auch schon wieder 10, 15 Jahre her. Das hat er denn wieder gemacht.